Herzlich willkommen, meine Lieben. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge World of Warcraft. Und wir haben genug zu tun. Das heißt, wir gehen jetzt mal direkt hier los. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Okay. Dann gehen wir mal direkt ab. Und wir werden mal direkt die zwei hier einfrieren. Eben den Kleinen töten. Den scheiß Teufelsköter da. Und einmal den hier. Ja, komm, du bist ja auch gleich kaputt, ne? Jawohl. Wo haben wir denn die Dinger? Ach, das sind die Teile hier. Ja, komm mal. Verkohlten Granit sammeln. Ja, machen wir das doch mal. Können wir den jetzt nehmen? Scheiß. Och, Mann, ey. Nee, ne? Kommen wir mal direkt hier in Deacon. Deacon Dings drauf. Den Frostfinger drauf. Scheiß Teufelshund, wieso ist mein Elementar schon fast kaputt? Du spinnst doch. Lass mein Elementar in Ruhe. Boing. Dämonenblut, so. Verkohlten Granit gesammelt. Jetzt. Hm. Kann ich mein Wasserelementar irgendwie heilen? Nee, wa? Na komm mal, dann gehen wir mal hier hinten hin. Da hinten ist auch noch Granit. Kriege ich das denn von denen hier? Tatsache, kriege ich von denen da, ne? Warte mal, machen wir mal eben so. Ha, 1000 hat er dem reingehauen. Wie geil. Ha, Tatsache, die haben das Ding dabei. Gut, dann machen wir das nämlich so. Dann konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf die Köter. Hier hinten war da auch noch so ein Vieh, ne? Komm mal her, Kleiner. Kommst du mal bei Mama bei? Und bleibst mal eben stehen. Boink. Oh, EP 660. Das ist nicht übel. Krieg ich doch schön ein bisschen EP. Hier hinten haben wir auch noch so ein Granit. Was für ein Granitfelszunge? Wollte schon sagen, was für ein Karfunzel? So, und genug Köter haben wir hier, ne? So, die frieren wir erstmal fest. Huha. Und. Don't bisse. Und schieß. Tschüss. Ah, ne, die kriege ich auch von den anderen Typen. Komm mal ran, mein Kleiner. So, dann kommst du auch noch mal ran. Alter, ey. Bleibst du mal auf Abstand. Jetzt gebe ich euch aber einen mit hier. Nee. Also wenn die zu zweit kommen, ist das doch gar nicht so einfach, wa? Haben wir da hinten noch so ein Granitgefutzel? Zwei sogar. So, dich mal eben festfrieren. Und tschüss. Okay, der hatte nix. Aber hier haben wir noch so ein Granitgefutzel. Kriegen wir vom Granit immer nur einen oder was? Nee. Hm. Haben schon fast die Hälfte. Okay. Dann nehme ich dich nochmal kurz mit.
Und dann kommen die anderen zwei ja sowieso wieder zurück. Oder gehen die bis da oben hin? Okay. Jod. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die nicht dann kommen. Okay. Frieren wir die zwei noch eben ein. Bis der Hund mal hier ist. Ist auch Weihnachten. Fast. Na komm. Ja, was habe ich denn da noch gekriegt? Was war denn der Totenkopf? Ach, so ein verätzter Schädel. Ja gut, das ist ja nicht viel. Gut, dann mounten wir mal auf. Und dann müssen wir ja einen von den Dicken hier noch platt machen, ne? Hier, die Alte müssen wir platt machen. Komm mal her, Fräulein. Kannst mal eben zu uns runterkommen. Nicht ganz, aber so bis da. Das reicht schon. So, mal eben hier rausrennen. Sonst hat sie uns nämlich gleich am Leder. Kann mein Wasserelementer mal gerade hinter mir herkommen? Die läuft wie auf Schienen, ey. Okay, die haben wir schon mal fertig. Von denen braucht man keinen. Das heißt, gehen wir mal eben hier zurück, mal gucken, haben wir hier noch irgendwas zum There's a Dote? Irgend so einen kleinen Schmuppel? Die sind schon alle abgegrast, wa? Hier haben wir noch einen. Wir brauchen nämlich noch einen Teufelshund, Hund-Dings, Bums, Tralala. Hoffentlich hat er jetzt was mit dabei. Ja, super. Dämonenblut haben wir schon mal alles. Das ist natürlich mega, ne? Haben wir hier noch irgendwas drin liegen? Nee, schade. Wo ist der Dicke jetzt hin? Wir müssen jetzt natürlich gucken. Da hinten ist auch noch so ein Teil. Da hinten kommt der Dicke. Pass auf. Tue ich dich mal eben festfrieren. Der kann ja auch nichts, ne? Komm mal. Ja. Tschüssikowski, mein Freund. Tschüssikowski. Dann nochmal eben den Hund, damit wir hier die zwei nehmen können. Oh, wieso bleibt er denn nicht eingefroren? Egal. Dann haben wir die zwei noch. Kann man ein bisschen näher ranzoomen, ne? Wir sind so weit weg. Oh, so weit auch nicht ran. Und dann einmal den noch. Ja, ein bisschen weiter rausgeht. Schwupps. Und dann, also das Blut haben wir alles. Jetzt brauchen wir nur noch die Steine. Ah ne, Granitsplitter haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch den einen Typen. Und wo ist der? Der muss doch irgendwo hier hinten sein, ne? Ich renn, also soweit ich weiß, ist der irgendwo hier. Jarok. Wo bist du? Zeig dich, du feige Sau. Ach, da hinten ist der. Ah. Na gut, dann kommen wir zu dir, mein Freund. Ah, da oben steht er. Ach, du Schande. Huch, den habe ich gar nicht gesehen. Der sah aus wie so ein Felsvorsprung. Mega. Der kam da plötzlich aus dem Nix gesprungen. Ja, hör mal auf, mich hier anzukotzen. Was beschwören die denn da? Banz. Mhm.
Hörst du mal auf, so mit die Kacke hier. Ja, sag ich doch. Das bringt doch alles nichts. Wehrt euch doch nicht, Jungs. Wehrt euch doch nicht. Jetzt muss ich nur gucken, hier rennen die ja doch so ein bisschen doof rum. Ich titsch den mal eben an. Dann kommt der bestimmt hier hin. Und dann frieren wir den mal eben fest. Und dann gucken wir mal kurz. Ich will nämlich nicht, dass der andere auch noch da drauf kommt. Und zack, einfrieren und zack, Finger drauf. Und zack, Loot. Haben wir alle, wa? Super, können wir wieder zurückflitzen. Oh, das ging ja jetzt schneller, als ich dachte. Ich dachte, hier mit den Steinchen wären wir noch länger dran, aber das ging. Eben hier die Köter umreiten. Oh, kann ich hier runter. Super. Was, für den kleinen Felsen krieg ich 1099 Schaden und für den einen Popeligen vorhin nur 79? Alter, gibt's doch nicht. Das Ende der Legion rückt näher. So. Bitte sprecht leiser. Ja, mach mal. Gute Gesundheit. 500 Quests abgeschlossen, geil. Ihr habt ohne Zweifel Dämonenblut gefunden. Von Kasims Bitte einmal abgesehen, bin ich sicher, dass mein Wachkommandant für eure Bemühungen sehr dankbar ist. Sie haben schon seit einiger Zeit Schwierigkeiten, mit diesen Ablenkungen der Dämonen zurechtzukommen. Okay. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Cremeo packt die letzten Materialien in ein ordentlich umwickeltes Päckchen. Das ist alles, was der Gnom von uns verlangt. Also, das ist alles, was der Gnom von uns verlangt hat. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm bitte, dass meine Schuld mit dieser Aufgabe beglichen ist. Ich werde seine Bitte nicht länger erfüllen. Okay, wir müssen das Päckchen zu Kasim bringen und wir müssen... Ehre dem König, Freund. Wir wissen eure Arbeit zu schätzen, Soldat. Der Kommandant beugt sich vor und beginnt zu flüstern. Nachtelf, wenn ihr noch interessiert seid, ich habe da eine kleine Aufgabe für euch. Okay, Wachkommandant Reldorn Netherschwund schlägt einen verschwörerischen Ton an. Ich habe Befehle von oben, für die ihr bestens geeignet seid. Ich habe gesehen, dass die Horde regelmäßig einen Blick in den Stapel Papiere dort auf dem Fass wirft. Ich möchte, dass ihr euch diese Papiere anschaut und herausfindet, was sie vorhaben. Meine Pflicht und mein Posten erlauben mir nicht, solch eine fragwürdige Aufgabe durchzuführen. Aber ihr seid ein Neuankömmling und könntet unbemerkt hineinschlüpfen. Untersucht die Pläne der Horde am dunklen Portal, ohne erwischt zu werden. Siehe den Ehrenfreund. Mega. So, wo sind die Scheißpläne? Hm? Wo sind denn jetzt die Kackpläne hier? Portalwache der Allianz. Portalwache der Horde. Wo sind die jetzt? Da hinten. Guck mal gerade, ob das hier funktioniert, so wie ich das vorhab. Nein, 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 jetzt kommen die wieder an, jetzt kommen die wieder an. Oh, no. Warte, ich gehe nochmal eben von hier hinten ran. Ich habe ja noch nichts gemacht, ne? So, wenn die weg ist... Scheiße, der geht jetzt da hinten rum. Jetzt kommt er wieder zurück. So, wenn der jetzt hier vorbei ist. Und der auch vorbei ist.
So, jetzt. Bam. Super. Hat funktioniert. Man muss nur den richtigen Moment abpassen. Seid gegrüßt. Ihr seid sicher, dass euch niemand beobachtet hat? Gut. Neverschwund hört aufmerksam euren Bericht über die Informationen, die ihr gesehen habt, zu. Ziemlich harmloses Zeugs. Entweder ist die Horde dumm genug, nichts gegen uns unternehmen zu wollen, oder sie verstecken ihre Informationen besser, als ich erwartet habe. Wie auch immer. Gut gemacht, Soldat. Wir kriegen einen neuen Rücken. Das ist aber kacke. Gibt das alles Illusionsstaub? Oh, gibt alles dasselbe, ne? Ja, guck mal. Seid vorsichtig. Jetzt hat er noch Sir Witch. Abgesehen von dem, was ihr gesehen habt, ist das Portal überraschend ruhig. Leider kann ich euch kaum noch Arbeit geben. Wenn ihr nach Ärger sucht, könntet ihr es im Fischerdorf der Gilnea im Südwesten versuchen. Sir Witch, so heißt es, glaube ich. Ich weiß, dass wir eigentlich mit den Gilneern befreundet sein sollten. Aber mal ehrlich, Worgen? Es fiel mir schon schwer, mich an die drei Neid zu gewöhnen. Meldet euch bei Bürgermeister Karl Connysport. Connysport in Sirwich in den verwüsteten Landen. Das Licht segne euch. Okay, gut. Wir können das. Können wir mal entzaubern, ne? Wo ist er denn hin, der Umhang? Da. Okay, das packe ich mal hier oben rein. Krimios Paket. Kann ich ein bisschen was verkaufen? Kann ich hier was verkaufen? Ne, wa? Ne. Wo muss man hin? Ach so, da hinten in Sirwich. Okay, wir bringen aber eben mal kurz das Paket zu Karim. Und dann machen wir eine Pause, wenn wir da waren. Ja. Gehen wir da mal eben schnell hin. Ups, da kommt der Dicke an. Da sollte ich vielleicht so ein bisschen drum rumreiten. Wir sind am guten Wege nach Level 58. Und dann können wir auch schon bald... Ah, die Sau, ne? Ey. Dann können wir auch schon bald... durchs Portal. Wir gehen aber jetzt erstmal kurz hier rein. Schwupps. Oh, hoffentlich kriege ich Karim jetzt wieder so hin. Ihr seid zurückgekehrt, Maria. Verbesserung des Steins. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz einen Schluck trinken, bevor ich wieder so viel mit dem seiner Stimme machen muss. So, Moment. Das wird genügen. Wenn ihr Grimio noch einmal seht, sagt ihm, dass er befriedigend gearbeitet hat. Jedoch ist seine Schuld noch nicht getilgt. Ich werde mich an die Arbeit machen und das Steinmesser des Versiegelns herstellen. Jetzt sind Fragen unnötig. Alles wird sich zu seiner Zeit klären. Solange ich arbeite, habe ich eine andere Aufgabe, die ihr erledigen könnt. Was seht ihr mich so böse an? Diese Aufgabe wird euch Spaß machen. Es geht um das Sammeln von Körperteilen. Super, Loramus Dalibedes, der Dämonenjäger in Lebensgröße. Ah, super. Was ist das denn für ein Knilch? Der sieht doch gar nichts mit seiner Binde da auf. Nicht irgendeine Leiche. Wir brauchen Loramus Dalibedes, den Dämonenjäger. Er kennt Razzeliks wahre Namen und wie ihr wisst, braucht man den Namen eines Dämonen, um Macht über ihn zu gewinnen. Das Problem ist nur, dass Loramus getötet und seine Leiche zerrissen wurde. Wenn ihr mir die Teile bringt, lässt sich doch etwas ausrichten. Alle drei Teile befinden sich im Westen. Die Schreckensfelsorger verstecken sie in ihren Höhlen. Beeilt euch, denn ebenso wie Grimio schuldet mir auch Loramus etwas. Okay, wir müssen seinen Kopf, den Torso und die Beine finden. Super. Was mit die Arme? Die nicht, oder was? Okay, mal eben kicken. Ja. Okay.
Super, wir reiten da schon mal hin, aber wir machen das dann in der nächsten Folge. Aber dann schon mal gucken. Ah, kann ich die Spinne lieben? Bleib mal stehen. Halt! Bleib doch mal stehen! Wo ist die Sau? Ey, bist du bekloppt? Liebe. Ihr liebt Spinne. Super. Und ich liebe überhaupt keine Spinnen. Ich hasse Spinnen eigentlich. Ziemlich eklig, die Viecher. Uah. So, mal gucken. Wir müssen da hinten hin. Mal kurz hier so ein bisschen die Kokolisken umschiffen. Die Säue. Ja, und ich finde mein Haar total schön jetzt. Na, guck mal, wie das glänzt. Ich sehe so schön aus. Und ich werde mir dann irgendwann auch mal ein neues Gesicht machen. Huch, falscher Fehler. Doch, ich muss doch hier rum, ne? Ich muss doch hier hinten rein, oder? Ich muss hier rum. Was ist denn das hier, Alfenkropfzeug? Schreckensfels. Ja, nee, hier will ich nicht hin. Ich muss hier hinten rum. Hier genau, bei die Ogers. Bei die Ogers bei. Anhöhe des Entweihers. So. Da sind wir richtig. Hupala. Ja. Da hinten müssen wir hin. Da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Kann ich hier mal hoch so ein bisschen? Dann kann ich mich nämlich hier oben mal eben positionieren. Ja, und da hinten müssen wir in die Hohle. In die hohle Höhle. Perfekt. Wir müssen, glaube ich, in all die Höhlen. Da rein und hier rein. Super. Das machen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Bleibt dran und es bleibt spannend. Ciao.